Wir sind wieder zurück von der Arbeit, von der Arbeit. Wir sind wieder zurück von der Arbeit. Yeah! Wir sind wieder da, bereit für ein bisschen Spaß mit der Wii U. Wir zocken wieder eine kleine Runde Wii U. Yes! Aber bevor wir zocken gehen, ich schau mal kurz auf YouTube, mal gucken, ob wir neue Kommentare haben oder neue Bobsys, neue Abonnenten. So, auf nach YouTube. Mal gucken, ob es was Neues hier gibt. Ich sagte, ich will auf YouTube. YouTube. Ich will auf YouTube, nicht auf diese beschissene Seite hier, verdammt. YouTube. Ey, was ist das für eine scheiß Seite? Das ist wie Willkommen bei YouTube. Verdammte Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Verdammt, YouTube, was? Bobs. YouTube. Was machst du? Was soll denn der Mist hier? Es ist alles verändert. What the fuck? Oh, Hallöchen, meine lieben Bobsis, Hallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen wieder mal nach langem zu einem neuen Infovideo von Holy Fest. Herzlich willkommen, meine lieben Bobsis. Willkommen wieder, willkommen, willkommen, willkommen. Oh. Leute, die YouTube-Startseite hat sich verändert. Ach du meine Fresse, Leute, das sieht so behindert aus alles. Mir gefällt es überhaupt nicht. Wo sind überhaupt, wenn ich Kommentare bekomme? Ich sehe die nicht mehr. Damals sah man ja, wenn die Kommentare dazugekommen sind, auf der linken Spalte neue Kommentare, neue Nachrichten. Die sind weg. Die sind weg. Die sind puff, pops. Die sind einfach weg. Ja, wir kennen uns wieder null aus hier. Wo sind die Kommentare, Leute? Wo sieht man die? Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt extra immer auf mein Logo rechts oben klicken. Dann muss ich auf Posteingang gehen und erst dann sehe ich die Kommentare. Sehr gut, YouTube. Ja, so was. Gefällt mir, bekommst du von mir, verdammt. Ey, wieso machen die so einen Scheiß? Oder Abonnenten, genau. Wo sind die Abonnenten? Wo sind die Uploads? Ich sehe nur Aktivitäten. Wo sind die Uploads? Moment. Meine Abos? Okay, wir sind schon mal gut dabei. Alle Aktivitäten nur Uploads. Nur Uploads. Okay, jetzt sind die ganzen Uploads da, aber wieso ist das so? Wieso muss das so kompliziert sein? Ey, YouTube. Jetzt bin ich schon etwas enttäuscht von dir. Aber jetzt ist die Frage, sieht man alle Uploads? Denn ihr wisst ja, wenn man damals beim neuen, jetzt beim alten, geguckt hat, da konnte man einstellen, nur die Highlights, also nur die bekannten YouTuber, also die über 100.000 Abonnenten haben, nur die sollen angezeigt werden. Und die kleinen werden hier so. Oder ob das jetzt auch so ist, dass man alle sieht. Denn ich sehe hier keine Einstellungen. Ich kann hier nicht einstellen, ob alle oder nur die Highlights, das geht nicht. Und da wieder die kleinen YouTuber dann sicher wieder einen Nachteil, so wie der liebe Holy hat sicher einen Nachteil, weil ich jetzt verschwinde hier bei den Uploads. Ja. Aber egal, ich mache trotzdem weiter Videos, mir scheißegal, wie YouTube sich ändert. Es hilft nichts, Leute. Ich mache trotzdem weiter, es macht mir Spaß. Und ja. Traurig. Nee. So, sind wir wieder ein Mann. Nee. Gefällt mir überhaupt nicht, ne? Mit dem komme ich nicht so klar, aber egal, ich mache trotzdem weiter Videos, mir egal. Aber ich glaube, es wird so, es wird alles angezeigt. Denke ich mal. Ja, warum ich noch dieses Video mache, warum mein PC dieses Video machen will, ja, ihr kennt mein PC, ja. Ich will euch ein tolles Video zeigen. Ich war ja am 5.12. wieder natürlich wieder bei meiner Wii U, das ist klar, ich zocke jeden Tag mit meiner süßen Wii U. Und da habe ich auf den eShop. In den eShop habe ich reingeguckt und da habe ich gesehen Nintendo Direct. Da denke ich mir, was ist denn das? Ich klicke drauf oder ich tappe drauf mit dem Stick. Und dann habe ich so ein 40-Minuten-Video war das. Da redet einer von den Machern von Nintendo, glaube ich. Denke ich. Ich weiß den ja nicht. Sorry, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Der hat ein 40-minütiges Video hier gemacht über den Nintendo Wii U und den 3DS.
20 Minuten Wii U Content und 20 Minuten Nintendo 3DS Content. Habe ich mir natürlich reingezogen, den 3DS Content, den habe ich natürlich weggelassen, Wii U. Ja, das ist dabei. Das habe ich mir natürlich sofort reingezogen. Und da kam ein Videoclip vor, nämlich Monster Hunter 3 Ultimate, Vergleich zwischen der Wii U HD Version und der Monster Hunter 3 Version von Wii. Dieses Video kommt jetzt nach diesem Trash-Info-Video von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ja, was ich noch sagen wollte, Let's Play Zombie U geht natürlich weiter, macht euch keine Sorgen. Ich habe schon, glaube ich, 12 Parts oder so fertig. Nur die Dateien sind groß. Ihr wisst ja, ich uploade in 1080p. Ich biete euch die volle Qualität von der Nintendo Wii U. Und natürlich haben diese Dateien natürlich bestimmte Größen. Und das dauert halt etwas, bis ich es uploade. Ich muss auch Zeit dazu finden. Denn ich habe keinen Bock, meinen PC über die Nacht laufen zu lassen, weil dann mein Bett hier, hier und hier mein PC, ja. Und wenn ich dann hier schlafen will, dann geht es hier die ganze Zeit auf und ich dann im Bett. Ja, das geht mal gar nicht. Und deshalb kommt der Part, der nächste Let's Play Zombie U-Part kommt erst am Sonntag wieder, ja? Also macht euch keine Sorgen, es kommt dann, Leute, ich will noch Nintendo Land auch noch kurz zeigen, dann New Super Mario Bros. Und Call of Duty Black Ops 2 will ich auch ein Video drehen. Ey Leute, ich bin so ausgebucht. Dann muss ich noch arbeiten nebenbei, ja? Nee, hat alles seine Zeit. Wie gesagt, jetzt kommt das Video von der Vergleich zwischen Wii U und Wii-Version von Monster Hunter 3 Ultimate. Dieses Videoclip ist extra von meinen Fans aufgenommen worden in 1080p, damit ihr die volle Qualität von dem Video genießen könnt. Alles klar, das war's von deinem lieben Holy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei bei diesem Video und viel Spaß jetzt noch mit dem Videoclip, meine lieben Freunde. Das war's von eurem lieben Holy und bis zum nächsten Mal und ciao. In this video, you can see a comparison of Monster Hunter 3 for Wii and Monster Hunter 3 Ultimate for Wii U. The Wii U version will feature native 1080p Full HD graphics. Today we don't have time to show the Nintendo 3DS version, which also features reworked graphics in 3D. However, you will soon be able to see a 3D video on Nintendo 3DS eShop, so don't miss it. Capcom have not only worked hard on the technical aspect of the games, they have also added lots of content. There are more than 2,000 additional weapons and pieces of armor, and over 30 new monsters, among many other new surprises. Overall, you can see that Monster Hunter 3 Ultimate offers much that is new, whether you are a Monster Hunter expert or new to the series. Monster Hunter 3 Ultimate will be available in Europe for both Nintendo 3DS and Wii U in March 2013.